Civilization 6 erscheint Mitte Oktober. Und bis dahin sind zwar noch einige Monate Zeit, aber das heißt ja nicht, dass man in der Zeit stumm sein müsste oder sich nicht das Maul darüber zerreißen könnte, was da auf einen zukommt. Wir können das Spiel zwar selbst noch nicht spielen, wir können darüber aber quatschen. Das habe ich gemacht. Das habe ich gerade fast eine Stunde lang gemacht. In einem sonnigen Samstag habe ich meine Zeit damit verbracht, mit zwei anderen Civern zu sprechen. Über Civ 6, über unsere Civ-Erfahrungen und darüber, was wir erwarten von dem neuen Teil. Zum Beispiel habe ich gesprochen mit dem Michael Graf. Hallo Micha. Hey, grüß dich. Du bist einer der Chefredakteure der GameStar und, wie sich herausgestellt hat, ein glühender Civ-Fan. Wann hat es bei dir angefangen? Oh, das war schon vor vielen, vielen Jahren. Interessanterweise, das erste Civilization, was ich jemals in den Fingern hatte, war Civilization 1, hatte mein Bruder damals mitgebracht. Und das war uns aber beiden zu langweilig, weil wir lieber Wing Commander spielen wollten. Richtig angefangen hat es dann bei mir mit Civilization 2 und danach hat es mich nie mehr losgelassen. Immer noch dabei. Das gilt bei dir, glaube ich, auch. Ingo Horn, hallo. Das ist richtig. Hallo erstmal. Bei mir ist wirklich auch angefangen mit dem ersten Teil, 93, gerade kurz in der Abitursphase, einen der ersten PCs, irgendwie 3 oder 4, 86er oder so, mit Gümmelgrafik und Adlib-Sound und Piepstöne. Aber das hat ja bei diesem Spiel nie wirklich eine Rolle gespielt, wie das drumherum gewesen ist, weil das war die Essenz des Spiels selber, die mich von Anfang an gepackt hatte. Und ich habe dann sämtliche offiziellen und inoffiziellen Civilization-Teile, also eben auch Call to Power beispielsweise, rauf und runter gespielt, wie nur noch was. Viel Lebenszeit, die du da verballert hast mit diesem Spiel, habe ich allerdings auch. Mit euch beiden, mit Michael und mit Ingo, habe ich eben eine Stunde lang gequatscht über Civ und das könnt ihr jetzt hier nicht hören in diesem Video. Stattdessen mache ich etwas, was ich nur selten mache. Ich sage euch nämlich, ihr Lieben, verschwindet von meinem Kanal. Geht weg. Geht rüber zu Ingos Kanal, beziehungsweise zu dem Kanal des Projektes, das er macht. Ingo Horn ist einer der Pressesprecher bei Wargaming. Das ist der Publisher, der zum Beispiel Master of Orion als Early Access gerade rausgebracht hat. Und er hat ein Projekt, das er macht, das andere auch machen. Das nennt sich Let's Play for Charity. Was ist das? Let's Play for Charity ist aus einer Idee heraus entstanden. Ich bin selber Vorsitzender vom Verein Gaming Aid e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich so ein bisschen um Leute kümmert, denen es nicht ganz so gut geht. Und aus der Branche heraus versuchen wir, diesen Leuten Hilfe zukommen zu lassen. Und aus dieser karitativen Tätigkeit haben wir Ende letzten Jahres gemeinsam mit Gronkh, Pete Smeat und anderen YouTubern und Streamern das Event Friendly Fire eben abgehalten, beziehungsweise Gaming Aid hat davon partizipiert. Und da ist in mir der Gedanke gewachsen, dass man doch auch das ganze Jahr über YouTube den Charity-Gedanken aufrechterhalten kann. Jeder weiß, dass jemand, der YouTube-Videos veröffentlicht, wie du ja auch, Daniel, über die Klicks bzw. über die Werbung 2 Cent hier, 3 Cent dort eben einsammeln kann. Und bei mir ist dieser Gedanke gekommen, Mensch, warum nicht verschiedenste YouTuber, Let's Player zu vereinen, die Videos spenden, also indem sie das eine oder das andere Video uns zur Verfügung stellen von Let's Play for Charity, das auf unserem Kanal hochladen, dadurch dafür sorgt, dass wir ein paar Cent hier und ein paar Cent da einnehmen und diese wollen wir dann am Ende eines jeden Monats, sofern genügend Geld zusammengekommen sind, dann das einem guten Zweck zukommen lassen. Das können irgendwelche Institutionen sein, Brot für die Welt, Kinderkrebshilfe, Katastrophenhilfe und dergleichen mehr. Das können aber auch private Personen sein, wie vor kurzem ist einem YouTuber die Bude abgefackelt und der stand von einem auf den anderen Tag vor dem absoluten Nichts und hat schnell Hilfe benötigt. Und das ist der Grundgedanke des Kanals. Genau das machen wir jetzt, beziehungsweise das mache ich jetzt, liebe Zuschauer, ihr müsst beim folgenden Satz ganz, ganz tapfer sein. Ich werde jetzt euch spenden an Let's Play for Charity und ich hoffe, ihr lasst euch spenden. Sprich, ich spende eure Aufmerksamkeit, eure Klicks, euer Interesse an Civilization 6 und an dem Gespräch, das wir gerade aufgenommen haben, weiter an dieses Projekt. Das ist nur ein kurzes Teaser-Video. Falls ihr das eigentliche Gespräch hören wollt, dann wechselt jetzt rüber zu diesem Link, den ich entweder jetzt einblende oder in die Textbeschreibung auch bringe. Auf YouTube ein bisschen weiter unten gucken, unterhalb des Videos, da steht der Kanal auch nochmal drin und der Link konkret auf dieses Video. Geht rüber und vor allem, falls ihr Adblocker-Nutzer seid, macht ihn mal für einen Moment aus, geht rüber, schaut euch das Video an und spendet dadurch, dass ihr vorab ein bisschen Werbung seht, einen ganz, ganz kleinen Centbetrag an Let's Play for Charity und an einen guten Zweck. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gesprächsvideo über Civilization.